Die wahre Mortadella kommt aus Italien, sagen die Italiener. Die zergeht auf der Zunge, wenn du sie isst. Ist eine wahre Freude. Aber auch in der deutschen Mortadella steckt viel Leidenschaft. Heute zeige ich euch, wie man leckere Mortadella herstellt und das tonnenweise. Masse mit Klasse. Worin besteht der Unterschied zwischen der deutschen Großproduktion und der italienischen Familienmetzgerei? Los geht's in der italienischen Heimatstadt der Mortadella, in Bologna. Sie hat den Spitznamen La Grassa, die Fette. Das hat sie dem deftigen Essen in der Region zu verdanken. Ist das auch das Motto der Mortadella? Im Zentrum ist die Traditionsmetzgerei von Silvio Scapin. Er führt zusammen mit seinen Kindern den letzten Handwerksbetrieb, der die Mortadella noch ursprünglich herstellt. Wenn man sie aufschneidet, riecht man diesen Geruch, der den ganzen Laden erfüllt. Das mögen die Leute, vor allem die Kinder. Wenn sie mit ihrer Mutter oder Großmutter zum Einkaufen kommen, fragen sie mich jedes Mal nach einer Scheibe Mortadella. Die sind ganz verrückt danach. Am Stadtrand stellt die Familie die Mortadella mit einer Handvoll Mitarbeitern her. Tochter Simona hat alles von der Pike auf bei ihrem Vater gelernt. Seit 2015 ist sie hier für Produktion und Marketing verantwortlich. Heute Morgen kommt eine Fleischlieferung, die sofort verarbeitet wird. In die echte italienische Mortadella dürfen nur Schweineschulter und Halsfett. Bei diesem Arbeitsschritt können wir bei den Schultern genau beurteilen, wenn das Fleisch kleine Fehler enthält. Wie bei diesem Stück mit den vielen Sehnen, die gehören für uns nicht in die Verarbeitung. Das Fleisch kommt aus der Region. Wir besuchen die Züchter nicht nur persönlich, sondern achten auch darauf, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Sie bekommen Futter, das reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Die sind nicht nur gut für die Tiere, sondern am Ende in der Mortadella auch gut für den Menschen. Kann die deutsche Mortadella da mithalten? Und warum sieht sie ganz anders aus? Wir sind bei einem der größten Wursthersteller des Landes in Niedersachsen. Jörg Schmidt hat im Konzern Fleischer gelernt und wollte später zu seinem Traumberuf Koch wechseln. 45 Jahre ist das jetzt her. Er ist immer noch im Betrieb und Produktionsleiter. Kann er die Mortadella überhaupt noch sehen? Ich habe mich noch lange nicht an Wurst satt gegessen oder so. Ich glaube, das wird sich auch in nächster Zukunft nicht ändern. Es schmeckt mir immer noch und ich habe da Spaß dran am Essen. Und man sieht zwar nicht, aber ist in Ordnung. Beim XXL-Verwurster kommen natürlich viel größere Mengen an. Aber auch hier kontrolliert Jörg bei der Warenannahme die Fleischqualität sehr genau. Da haben wir einmal hier unseren Magerfleischanteil, das sind bei uns die Schultern. Und einmal hier in dem Bereich haben wir unser Fettabteil, das sind die Bauchabschnitte. Wir müssen noch diese Ware noch kontrollieren, auf Temperatur, Zuschnitt, auf Frischezustand. Und wenn alle Kriterien erfüllt sind, dann ist die Ware fertig für die Produktion. Jetzt dreht ein Mitarbeiter das Fleisch durch, die mageren und fetten Teile nacheinander. Auch im italienischen Familienbetrieb kommt der überdimensionale Fleischwolf zum Einsatz. So ähnlich kennen wir ihn für Hackfleisch aus der eigenen Küche. Simonas Mitarbeiter verwenden für die Wurstmasse zuerst nur das magere Fleisch. Der Unterschied? Anders als in der deutschen Mortadella kommt das Fett in einem extra Arbeitsprozess zum Einsatz. Daraus werden später die typischen weißen Fettstückchen. Wir verwenden ausschließlich Halsfett und Fett vom Nacken. Dem Fleisch haben wir vorher die Drüsen und auch die Schwarte entfernt. Es wird dann zerteilt, gewaschen und auf 65 Grad erhitzt. Dabei verliert es überschüssiges Fett. Ein Mitarbeiter gibt das magere Fleisch und erst später die Fettteile in den großen Mischer.
Hackfleisch und Fett dürfen auch hier Aufzug fahren. Die weißen Stückchen sind jetzt, im Gegensatz zur deutschen Herstellung, in der Masse noch deutlich erkennbar. Und sehen in der Mortadella später so aus. Wir wollen von Simonas Vater wissen, woher kommt der Name Mortadella? Die Wurst soll es bereits im alten Rom gegeben haben. Dafür nahm man verschiedene Gewürze, die aus Indien stammen, gab sie in einen Mörser, auf Italienisch Mortaio, und zerstieß sie. Vermischt mit Schweinefleisch machten sie daraus schon damals die leckere Wurst. Man geht davon aus, dass aus dem Gib mir mal den Mörser rüber, daraus entstand mit der Zeit der Name Mortadella. Apropos Gewürze, die kommen jetzt in der Manufaktur in die Masse, damit die Wurst ihren typischen Geschmack bekommt. Verrät Simona, was in die italienische Mortadella reinkommt? Das sind alles natürliche Gewürze. Muskatnuss, Kardamom, schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer und natürlich Salz. Das Mischverhältnis verrate ich nicht. Das ist unser geheimes Rezept, das unser Vater zusammengestellt und über die Jahre verfeinert hat. Das sind alles hochwertige Gewürze. Chemische Zusatzstoffe sind tabu. Auch hier im Großkonzern steht Jörg schon mit der Gewürzmischung in den Startlöchern. Damit nichts Unerwünschtes im Fleisch landet, schüttet er sie durch ein Sieb. Die Gewürzmischung besteht aus Pfeffer, Paprika. Man kann da Knoblauch reinmachen, je nach Belieben. Aber wie jeder Hersteller oder wie jeder Hersteller von Mortadella ist auch dieses geheim. Im Unterschied zu Italien gibt's hier eher das klassische deutsche Gewürzsortiment. Nun kommen zusätzlich noch Salz und Zusatzstoffe hinzu. Wir machen hier 75 Kilo Gewürze inklusive Salz auf 1500 Kilo Masse. Kleine Menge, große Auswirkung, das stimmt. Nun vermengt ein Mischer Fleisch und Gewürze. Ganze 30 Tonnen laufen hier täglich durch. Dann pumpen Maschinen die Mischung über ein Schlauchsystem in den Feinzerkleinerer, Mikrokutter genannt. Dieser Mikrokutt ist das gleiche wie beim Metzger der Kutter. So. Wir haben hier eine 1,2 mm Scheibe, damit das Brett auch sehr, sehr fein ist. Und das wird hier über Vakuum dann gefüllt. Was hier aussieht wie ein bekanntes Emoji in rosa, ist das fertige Fleischbrett. Das ist eigentlich nichts anderes als beim Bäcker auch der rohe Teig. Auch dies wird zumal gekocht werden, beim Bäcker wird es gebacken, ist das nichts anderes. Im nächsten Mischer gibt Jörg per Hand Pistazien dazu, im Verhältnis 1 zu 100 zur Masse. In Italien kennt man die Pistazienvariante übrigens vor allem im Süden. In Bologna wurde die Mortadella ursprünglich ohne die grünen Steinfrüchte hergestellt. Die Maschine zieht noch ein Vakuum, um die Luft aus dem Brett zu bekommen. Weil wenn wir die Scheibe nachher aufschneiden und da überall Luftlöcher drin sind, ist das, A, sieht das nicht schön aus. B, man hat nachher auch in der Packung eventuell Restsauerstoff, was man nicht haben möchte. Und der Biss ist ein anderer. Nun muss das Brett in die Pelle, um zur Wurst zu werden. Was im Kleinbetrieb noch per Hand passiert, übernehmen hier großteils Maschinen. Ein Mitarbeiter zieht den blauen Kunststoffdarm auf. Der Vorteil, er bleibt formstabil und ist daher für die Massenproduktion perfekt. Am Ende kommt die 1 Meter lange Wurst raus. Man kann auch ein anderes Kaliber verwenden, aber für unsere Verpackung, die wir da haben, ist der 100er Kaliber optimal. Das entspricht einem Durchmesser von exakt 10 cm. Statt Pistazien gibt Produktionsleiter Gabriele in Bologna gerade Trüffel in seine Mortadella. 9 Sorten macht die Manufaktur. Neben klassischen Varianten auch die edle mit Trüffel. Vor dem Füllen zieht diese Maschine auch hier überschüssige Luft aus der Masse. Dann füllt ein Mitarbeiter das Brett ab, hier aber in Naturdärme. Die sind etwas teurer und müssen zuvor in lauwarmem Wasser gewässert werden. Der Familienbetrieb stellt die Würste mit 1,2 bis 7 und sogar 13 Kilo her. Die große hat sogar 30 cm Durchmesser. Gabriele verschnürt alles ordentlich. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht.
Die italienische Manufaktur Mortadella landet europaweit in den besten Feinkostläden und Restaurants. Nun müssen die kleinen Würste noch für rund 18 Stunden und die großen für mindestens 24 Stunden in den Ofen. Wie checkt man, dass es soweit ist? Damit wir wissen, wie warm die Mortadella innen ist, verwenden wir ein Thermometer. Erst wenn sie 72 bis 74 Grad heiß ist, ist sie wirklich fertig. Wir haben gerade festgestellt, dass sie noch nicht so weit ist. Diese kleinen Exemplare müssen jetzt noch in die Kühlkammer. Die langsame Herstellung über insgesamt 3 Tage ist Simona wichtig. Erst so entwickeln sich doch die wunderbaren Aromen und der tolle Geschmack. Gleichzeitig profitiert unser Körper davon. Unsere Mortadella ist einfach sehr leicht verdaulich. Davon werdet ihr keine Probleme bekommen. Auch in Deutschland sind die 1-Meter-Würste bereit zum Kochen. Sie müssen in die 80 Grad heißen Kammern. Und wir lassen die Ware so lange drinne, bis die Wurst eine Kerntemperatur von 72 Grad hat. Diese 72 Grad brauchen wir auch, um die Haltbarkeit zu gewährleisten, wenn wir das Produkt näher verpacken. Das ist übrigens dieselbe Temperatur wie bei der Mortadella in Italien. Rund 10 Wagen passen auf einmal in so eine Garkammer. Das bedeutet, 350 Kilo Mortadella sind auf einen Streich schon nach 3,5 Stunden fertig. Danach wird geduscht, weil wir müssen sie ja runterkühlen. Wir können sie ja nicht heiß in ein Kühlhaus reinfahren, dann wird unsere ganze Kühlleistung ja kaputt gehen. Also wird die Ware auf 20 Grad runtergekühlt und dann erst ins Kühlhaus gefahren. Anschließend befreit ein Mitarbeiter die Wurst von ihrem Korsett, dem Kunstdarm. Jetzt läuft sie durch den Slicer, die Aufschneidemaschine. Die schafft bis zu 1200 Schnitte die Minute. Nun gehen die 2 mm Scheiben verpackt zum Kunden. In Deutschland sind wir bei Brühwurst traditionell dickere Scheiben gewohnt. In Bologna liebt man sie im Unterschied dazu hauchdünn auf dem Panino drapiert. Dafür gleich mehrere Scheiben statt nur einer. Laut Silvio entwickelt die Mortadella so den typischen Duft und Geschmack vom Essen am besten. Ein Tipp, Silvio genießt sie auch auf folgende Weise. Ich schneide sie mir manchmal in dicke Scheiben und lege sie auf den Grill. Dafür eignet sich unsere Mortadella perfekt. Danach gebe ich ein bisschen Ricotta drauf und ein paar Tropfen Kastanienhonig dazu. Ich sag euch, das schmeckt unglaublich lecker. Die deutsche Mortadella mit den Pistazienstücken kostet übrigens im Schnitt 80 Cent pro 100 Gramm. Und die italienische mit 1,80 Euro mehr als doppelt so viel. Wir lassen unsere Redakteurin probieren. Los geht's mit der Variante vom deutschen Großhersteller. Womit punktet die? Eine ganz feste Konsistenz. Und die Pistazien geben dem Ganzen so ein bisschen Biss. Ist lecker. Und die fein geschnittene italienische? Eine richtige Mortadella muss einfach so kleine Fettstückchen drin haben. Und das hat die. Ob die deutsche Mortadella mit der Pistazie oder die original italienische. Großproduzent Jörg und Familienbetrieb Scapin sind mit viel Herzblut dabei.